Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Gegenschlag, die globale Offensive. Wir überschauen heute, ob jemand hier geschummelt hat oder nicht. Und ja, Schluss mit dem Scheiß, wir machen Counter-Strike, Global Offensive, Overwatch. Wir deutschen den ganzen Mist jetzt hier nicht ein. Ja, gibt eine neue Operation, wie ihr das hier sicher schon seht. Dann gibt es noch ein neues Rangsystem, was ich eigentlich total bescheuert finde. Vielleicht kann ich in einem anderen Video erklären, was sie da so alles geändert haben. Ja, falls das Leute interessiert. Genauso ist die Frage, ob es Leute interessiert, wenn wir mal Overwatches machen, bei denen nicht gehackt wird. Weil bisher habe ich immer so ein bisschen drauf geachtet, dass wir auch vielleicht wirklich mal so einen Kandidaten erwischen, bei dem es relativ klar ist. Aber wie es jetzt bei dem ist, kann ich euch nicht sagen. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe das Replay selber erst runtergeladen. Ich weiß nicht, ob dieser Vogel am Laufen hat oder nicht. Und das werden wir jetzt einfach Trovato-mäßig jetzt aufdecken, indem wir in ihre Häuser einbrechen, ihre Privatsphäre stören und wahrscheinlich auch noch anderen Schwachsinn machen. Nein, machen wir nicht. Die Trovatos sind scheiße, genau wie ATL. Und deswegen machen wir das auf unsere Art und Weise. Und zwar professionell. Also, wir sehen unseren Suspect auf Inferno die Banane runterpushen mit der Deagle in der Hand. Es gibt gerne Leute, die haben Aimbot mit Deagle am Laufen, nur er hat es anscheinend nicht. Denn er hat gerade ein Brett gekriegt. Gucken wir mal. The Suspect ist letzter. Wer meldet denn so? Ah, nee, Quatsch. Doch. The Suspect ist letzter. Wer meldet so ein? Naja. Naja. Also, wenn da jetzt nicht irgendwie was richtig überkrasses kommt, dann bin ich nicht der Meinung, dass er hier was hat. Ich meine, er ist letzter. Ja, er ist letzter. So, er steht jetzt auch hier sehr defensiv und wartet wohl, dass die CTs die Banane runterpushen. Für die Leute, die kein Counter-Strike spielen, das ist links, weil das aussieht auf der Karte wie eine kleine Banane. Kann ich hier die Karte eigentlich öffnen? Was mache ich denn hier? Ich will hier nicht irgendwie was vorspulen oder so. Das hier ist die Banane. Ja, ihr seht, das ist so ein bisschen gekrümmt. Für die Leute, die keine Ahnung von Counter-Strike haben, wollte ich das jetzt auch einfach mal erklären. Ja, es gibt hier in diesem Spiel auch Namen für die Spots. Wer steht denn jetzt hier hinter den Sandbags oder ja, Sandsäcken? Ja, es gibt Leute, haben hier verschiedene Callouts für diese Spots. Aber die Banane ist eigentlich so international anerkannt. Also wenn ihr mal in einem Counter-Strike-Forum unterwegs seid oder überhaupt mit Counter-Strike-Spielern redet und ihr sagt die Banane, dann denken die Leute nicht an das Essbare, sondern an Inferno, höchstwahrscheinlich. Das wird jetzt wahrscheinlich der Grund sein, weshalb sie ihn gemeldet haben, weil er regelt. Er hat das Ding geregelt, nicht unbedingt gut, was die CTs da gemacht haben. Sie waren 2 gegen 1 und sie auch noch von 2 Seiten. Naja gut, wollen wir mal jetzt hier nicht so gemein sein. Wieder die Deagle. Junge, das hast du doch vorhin schon nicht hingekriegt. Lass es sein, wenn du es nicht kannst. Verstehe ich immer nicht. Es gibt Leute, die spielen Waffen, mit denen sie nicht umgehen können. Leute, wenn ihr es nicht könnt, lasst es bitte wirklich, weil die Deagle ist erstmal teuer. Und wenn ihr das nicht könnt, dann, ja, lasst es halt. Jetzt steht er wieder sehr, sehr common. Das ist ja ein Spot, da stehen sie gerne, wenn sie auf dem B-Spot planten. Da stehen sie. Es steht eigentlich immer einer hier. So, jetzt ist es 3 gegen 1. Der kommt über die Banane, sehen wir ja auch da hinten. Ja, sie ziehen die CTs aber auch gut ab. Mit 14 zu 3 ist das schon ein ganz schönes Brett, was die CTs da kriegen. Und dann stellt sich mir wieder die Frage, wer meldet denn so einen? Er hat 10 Kills und 9 Deaths, das ist doch nix. Ist er noch nicht mal der Beste im Team? Und das wahrscheinlich nur wegen der einen Runde. Ja, so, Deagle Action. War jetzt auch nicht so. Er hat nichts an. Er hat nichts an. Das Ding können wir jetzt hier so stehen lassen. Er ist clean. Jetzt kommt die AWP. Jetzt bin ich gespannt. Deagle kann er schon mal nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie er die AWP spielt. Ach, jetzt wird erstmal. Oh Gott, Leute. Was soll das? Was soll das? Hm.
Ja, mach Teamkill! Ja, ah! Fast geschafft. Ein Hit noch für seinen Kollegen hier mit der Bombe, dann ist er tot. Schöner P250 Skin. Oh. Ob das jetzt Absicht war, könnte man schon so sagen, und dafür könnte man ihm schon ein bisschen das Griefing rein. Ich bin da auch sehr, sehr, sehr hart, was das anbetrifft, weil Griefing geht mir übelst auf den Sack. So, jetzt messern sie sich gegenseitig. Jetzt bringen sie ihn wahrscheinlich sogar um. Er hat jetzt noch 10 HP von seinen Teamkollegen kassiert. So, wenn er jetzt. Oh, jetzt fängt er an, Griefing zu machen. Für die Leute, die nicht wissen, was Griefing ist Spielbehinderung. Und sich vor seine Teamkameraden zu stellen, ist Griefing. Jetzt könnte ich vielleicht auch verstehen, warum sie ihn gemeldet haben. Nicht mal das Gegnerteam muss ihn gemeldet haben, sondern das eigene, weil er ein kleiner Griefer ist. Eventuell, wir gucken uns jetzt die Runde an. Wenn er jetzt wieder seine Teamkameraden behindert, dann kriegt er. Weil das ist mir dann egal. So, das kriegt er. Griefing bekommt er. Denn er hat die Bombe jetzt so platziert, dass seine Teamkameraden da nicht mehr rankommen. Das hast du richtig wunderbar gemacht, du kleiner Pisser. Wahrscheinlich ist es so ein 12-Jähriger, der jetzt unbedingt die Skills auspacken will, aber nicht kann. Er ist Letzter. Er kriegt wahrscheinlich von seinen Teamkollegen, die besser sind als er, was gesagt. Das pisst den kleinen 12-Jährigen Kevin an. Also muss man natürlich ein auf Arschloch machen und alle behindern. Ich meine, es steht 15-6. Verlieren tun sie jetzt nicht mehr. Aber es muss doch nicht sein, oder? Oh, das war eine gute. Das war jetzt mal eine Diegelschelle, die er gegeben hat. Oh. Ja. Okay. War mal Lack. Er rennt einfach durch. Hat er jetzt. Macht er jetzt Rage-Hacking oder was? In der letzten Runde? Nee, glaube ich nicht. Er stellt sich schon wieder in den Spot. Und wartet jetzt wieder hier oben. Also fürs Griefing würde ich ihm jetzt schon gerne reindrücken. Ja, du kleiner 12-jähriger Bob kriegst jetzt auf jeden Fall Griefing. Hatte ich auch noch nicht. Also, das habe ich noch nicht erlebt. In diesem Maße. Ich habe mich schon gewundert, wer meldet so einen? Er war jetzt nicht übertrieben gut oder so. Und auch nicht übertrieben schlecht. Es war einfach, ne, sagen wir mal so. Ja, An hat er auf keinen Fall gehabt, aber hier, er ist ein kleiner Griefer und deswegen kriegt er von was? Na, ich hab doch die Operation. Mach doch das weg. Ich hab die Operation. Braucht er mir das nicht zeigen. So. Ja, also auf jeden Fall ist er ein kleiner Griefer-Spast. Spielbehinderung gibt, glaube ich, 30 Tage oder 60 Tage Bann, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ist also nicht so schlimm wie Wallhacking oder Aimbots. Ist egal, er hat trotzdem was angehabt. Und zwar den Arschloch-Modus. Und deswegen kriegt er jetzt von mir auch das Griefing. So, Urteil abgeben. Nein, ich hab's vertagt. Ich Idiot. Ist egal, ich ziehe mir das jetzt nachträglich nochmal rein und gebe es ihm dann trotzdem. Von daher gucke ich mir das jetzt einfach allein nochmal an, spule den Kack vor. Ich hab's ja gesehen jetzt. Ihr wisst Bescheid. Gott, das war dumm. Egal, das Griefing kriegt er trotzdem, also von daher macht euch ja keine Sorgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, wir overwatchen und dann drücke ich auf den richtigen Button. Also bis zum nächsten Mal, tschüss.